So, und dann bitte gleich weitergeht. Geht's ja gleich weiter. Ja. Aha, das klingt schon besser. Eins, zwei, drei. Ah, dreimal kann man springen. Nice. Habe ich mir also schon Triple Jump besorgt. Mein Rechnerlüfter heult auch wieder auf. Weil wahrscheinlich, weil es mein Zimmer gerade ein bisschen wärmer ist. Danke. Achso, bald voll. Die Tür geht nicht. Übrigens fällt mir gerade ein, wir können mal erst was gucken. Ne, geht nicht. Scheiße. Fuck. Es gibt schon mittlerweile von Doom for Doom eine neue Alpha-Release. Das ist, also ich spiele jetzt gerade mit der Version 8.3. Weg hier. Mit der 8.3 und jetzt gibt es mittlerweile 8.3. Nee, Quatsch. Ich bin mit der Version 3 Alpha 8. So. Und jetzt mittlerweile gibt es Version 3 Alpha 8.3. Und da sehen zum Beispiel die Dinger hier wesentlich detaillierter aus. Wesentlich detaillierter. Weil das ist ja jetzt alles hier noch so Klötzchen-Party. Sieht man ja hier so Lego-Style. Und ja, das ist jetzt ein richtig. Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Boah. Nice. Okay. Interessant. Verstehe. Was? Oh nein! Ich höre jetzt bei der Mastermind. Hallo, ja. Interessant. Gut, dann gehen wir mal zu hier. Zu jetzt. Danke. Speichern wir mal ganz kurz. Oh, wir haben gar nicht gespeichert. So, das ist unsere Safe Base. Well. Weg mit dir. Na, komm jetzt, ne? Ah, die habt ihr doch getroffen. Oh nein. Oh, fuck. Weg. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist das? Mein neuer Unterschlupf hier. Alle weg, hier ist mein Gebiet. Oh, Scheiße. Ich bin getroffen. So, ein bisschen Wasserplanschen hier. Ansonsten wo geht's hier lang. Da ist was Gelbes. Oh, Alter, hier. Das wollte ich. Arschloch. Oh, Alter. Oh. Also einfach nur ein bisschen Licht.
Boom. Okay, man kann also wieder hoch. Auch nicht. So, okidoki. Ja. Scheiße, Revenant. Noch einer? Ja, war doch klar. Die müssen immer im Doppelpack auftreten hier. Ist da einer recht nicht? Arschlöcher. Autsch. Die schießen schneller als gedacht. Wow. Ja. Danke schön. Oh, wieder ganz viel Rüstung. Sehr nice. So, das ist erstmal meine Base. Bin ich dir sicher? Ja. So, dann speichern wir mal hier. Okay. Dann tappen wir mal. Wo? Oh. Danke. Sieht hier schon irgendwie funny aus. Also dieses Klötzchen-Style hier hat schon was. Da erinnert mich irgendwie aus dem Raum von Deus Ex, wo man da in diesem schwarzen virtuellen Raum war. Also hier sind ja alle Räume virtuell, weil ist ja ein Spiel, aber ihr wisst, was ich meine. Bruder, was denn? Oh mein Gott. Oh, klar. Von da, wo man sich verstecken möchte. Es geht ja. Alter, da rennt man irgendwo hin, wo man denkt, man kann sich da verstecken und dann so eine Scheiße. Kacke. Okay. Fuck. Gut, aber hier kann ich mich nicht verstecken. Alter, leck mich doch mal! Leute, wie viel kommen denn hier? Okay, warten wir weg. Alter, was ist denn hier los, bitte? Holy moly! Falls noch mehr kommen. Ja? Alter, ich höre noch ein paar. Alter, was war das denn gerade? Wie viel haben wir gerade umgebracht? Noch mehr? Also hört natürlich nichts mehr. Ich spreche mal kurz. So. Okay. Aha. Ah. Okay. Ah. Oh, das ist hier wieder runtergegangen. Ist hier was? Ah ja, hier ist was. Wow. Oh, das war wahrscheinlich der. What?
Autsch. Gut, hochkommen sie nicht. Kann ich sie erstmal schon alle aufeinander locken? Oh, mich damit schon selber umbringen. Leco mio. Ist der große Riese weg? Ja. Achso, ich komme mal wieder hoch. Nice. Dann kann ich jetzt mir fast doch wagen, runter zu gehen. Guck erstmal hier. Okay, ist auch hoch. Na gut, ich komme einfach mal kurz. Ja, funktioniert. Ah, bestimmt noch eine Falle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, da ist ein Schalter, okay. Also öffnet sich das Ding schon mal nicht von alleine. Wow. Das heißt also erstmal... Ich muss hier weiter. Gut, dann machen wir das auch mal. Huha, huha. Keiner da? Wow. Geht ja hoch hinauf. Kettensäge habe ich schon. Wow. Nein. Oh, oh, der mit dem Arschloch. Arschloch, Arschloch. Komm. So, hier ging es weiter. Leider gibt es bei Doom vor Doom keine Taschenlampe. Das ist so ein bisschen blöd. Ich meine, ich sehe die Sachen gerade noch so, also das hier zum Beispiel. Aber guckt mal, wenn ihr das Video unterwegs irgendwie auf Handy guckt, ihr glaubt, ihr seht gar nichts mehr. Ich verstehe auch gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich kann jetzt von Apple-Geräten nicht sprechen, keine Ahnung. Aber Android, ne? Also Android, das Betriebssystem für zum Beispiel Samsung-Geräte. Ich verstehe nicht. What? Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass man, weil bei Linux ist es ja möglich, das mache ich ja zum Beispiel, wenn es zu hell draußen ist, dass ich mit X-Gamma den Gamma-Wert erhöhe. Das geht bei Linux komplett transparent. Warum geht das bei Android nicht? Warum gibt es bei Android nicht mal eine App? Ich bin runter, ich bin runter. Nein, man geht nicht runter. Oh Mann, oh Mann. Hey, ich bin Nummer 3, ja. Weg hier! Warum gibt es bei Android nicht einfach mal eine App, wo man den Gamma-Wert verändern kann? Ja? Einfach mal ein bisschen Gamma hochschrauben, damit man auch an hellen Tagen auf dem Display ordentlich was sieht. Weil ich meine, was bei meinem Bildschirm geht, sollte bei einem Tablet eigentlich auch funktionieren oder bei einem Handy. Wie hinterhältig? Einfach mal vier so eine transparenten Viecher. Die Schweine. Warum ist der kein Knopf denn nach unten? Das ist unfair, Alter. Weh, ich komme nicht mehr zurück. Haufenweise Rüstung. Schweine. Och nein! Ich will zurück! Da ist genau gesehen, da kann mir keiner was erzählen. Ey, ich ficke dich. Komm her. Bam. 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 Oh, hier sieht erstmal ruhig aus. Hoffe ich. Ich bin noch nicht gestorben. Nice. Oh, Alter, wir haben gerade mal 1/5 der Gegner. Okay, ich werde also definitiv noch sterben. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen mehr Rüstung aufsammeln.
Ja, also wie gesagt, das verstehe ich nicht, dass es da bei Android keine Möglichkeit gibt, den Gamma-Wert von den Displays zu regeln. Noch nicht mal per Apps. Also. Ich dachte wenigstens, ja, kann man sich so als App downloaden, aber gar nicht. Das war nicht schlau, mein Kopf. Aua. Komm her. Wenn mir Leben klaut, muss mir auch Leben zurückgeben. Noch mehr? Ruhe. Na komm. Jetzt nochmal gelb. Geht doch. Bam. Ist jetzt noch einer? Achso. So kleine Männer kicken. Na, guck mal. Oh, da ist ja noch einer. Die machen doch normalerweise so Geräusche. So. Raum abgeschlossen. Gut, dann geht mal runter. Und wenn man hier runtergehen kann, dann muss es doch irgendeinen Sinn geben, dass man hier runtergeht. Aber ich finde gerade keinen. Ah! Ich hole mir erstmal den Raketenwerfer da. Wobei, wir haben eigentlich... Ah, verkauft. Danke. Alter, hab ich das Ding hier nicht. So. Bam. Viel Wasser. Und noch mehr Revenants. So. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Aha, da. Keiner, hier auch nicht. Okay. Das ist wieder der Mond. Ha, genau zentriert. Boom, Kern getroffen. Okay. So. Klappe zu. Oh, ich geh da noch weiter runter. Mhm. Schickes Kanalisationssystem. Nice. Ey, ich muss sowieso sagen, wie gesagt, Back to Saturn, ich glaube, ich habe es schon 50 Mal gesagt. Es ist einfach eine fucking geile Map. Also Map-Pack. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses gesamte Map-Pack Vanilla Doom kompatibel ist. Es ist einfach so mind-blowing. Mind-blowing. Hä? Was will ich jetzt? Boah, Alter, jetzt ist es so dunkel. Nee, hier geht es nicht weiter. Alter, optische Täuschung as fuck. Ihr seht doch hier diese Linie, ne? Also wenn ihr sie seht, seht ihr diese Linie hier. Und weil es aus dem Blickwinkel aussieht, wie als wenn diese Linie hier da weitergehen würde, dachte ich, da ist ein Weg rein, weil es so optisch so aussah. Das nenne ich mal optische Täuschung. Nicey dicey. Du hast was geöffnet? Nur zu? Na gut. Hä? Ach, hier bin ich wieder. Nice. Cool, dann kommen wir doch zurück. Sehr schön. Okidoki. Haben wir. Das ist die gelbe Karte. Haben wir. Oh. Oh Gott. Nein, wollte ich nicht. Wo alte gehen wir hoch hier?
Jawohl! Ab nach unten! Mehr nicht, das war's. Achso, hier geht's weiter. Ich dachte, dass wir hier bei der Richtung, aus der ich gekommen bin. Aber das war irgendwie nicht die Richtung, aus der ich gekommen bin. Von da bin ich gekommen. Oh, das hat sich doch mal wieder gelohnt. Ich glaube, diese vier Menkübis, also diese vier Riesenviecher, die Feuerwelle und Säure verschießen, ich glaube, die hätte ich so nicht überlebt. Gut, das gucken wir nochmal. Genau, von hier kamen wir. Hier gab es nichts Besonderes. Von hier kommen wir runter. Hier sind wir lang vorhin. Okay. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Ich überlege, ob ich mir die erste Rüstung mitnehme. Nur ich denke immer, das ist Verschwendung, weil wir haben nur 3/4 der Gegner vor uns. 3/5. Also bis zu 3/5. Das Ende der Welt. Gut. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Hier gucken wir, ob hier noch was ist. Ja. Allerdings nicht, was wir brauchen. Hier ist auch noch ein bisschen was. Kann ich das mitnehmen? Bringt das was? Ja, doch. Bringt was. Sehr schön. Gut. Alter, ich hasse diese Menkübis. Weg hier. Boom. Arschloch. I feel good. Hier brauche ich noch Autokarte. Also that makes sense. Aber hier geht es weiter rein. Ach übrigens, diese Dinger liegen übrigens bei der neuen Version auf dem Boden. Und die Dinger hier sehen auch viel geiler aus. Also, es sieht alles geil aus. Haben sie bei der neuen Alpha-Version von Tomb Raider 3, haben sie sich echt, was das Grafische angeht, verdammt viel Mühe gegeben. Das sieht echt geil aus. Ich meine, das sieht hier auch ultra schick aus, aber das ist halt eher so Lego-Style und das andere ist dann wirklich so modern Style. So. Alter, durch die Tentakel hier sehe ich schon. Durch die Ranken hier sehe ich gar nichts. Ist bestimmt auch so gewollt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich jetzt einfach mal so. Oh Gott. Und hier von hier oben? Ja. Ja. Geschafft. So, hier bestimmt auch wieder ein paar. Oh, nee, doch nicht. Sieht ja clean aus. Aha, Einschalter.
Red Key. Ich muss also hier runter. Na gut. Oh. Ich glaube, wenn man da runter geht, stirbt man. Ich probiere mal ganz kurz. Aber ich glaube, es ist einfach so. Oh, doch nicht. Gut. Nichtsdestotrotz, da würde ich noch nicht hin. Immer von oben unten arbeiten. Heißt also, ich gehe erstmal hier in die andere Seite, in die andere Richtung. Oh, ach ja, stimmt ja. Da haben wir eine ganze Menge verballert. Oh, können wir noch ein bisschen was gebrauchen. Da. Hier geht's gar nicht weiter. Na gut, also gehen wir doch runter. So. Geronimo! Boom, Headshot. Oh, genau das meine ich. Ich hasse sowas, so eine Scheiße, ey. Oh, bitte geht weg. Verpisst euch alle. Bitte. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Da hinten ist noch einer. Und der ist genau in meiner Schussbahn. Ist da hinten einer? Ich hoffe mal nicht. Ich schieße einfach so oft, bis ich, oder so lange, bis ich da oben falsche Punkte bekomme. Weil das ist ein Indikator dafür, dass ich gerade einen Gegner gebraucht habe, aber es kommt da nichts. Na gut. Oha. Boah, Alter, das ist doch nicht normal. Genau, und ich bin da drin. Jawohl, hab da Fallen gemacht. Brabe, Leute. Oh. Wow. Tot? Ja. Ah, einer ist da noch. Die Frage ist nur wo. Da blinkt was. Ich traue mich hier nicht runter. Hier ist noch einer. Da hinten. Hat sich gerade was bewegt. Ah, fuck. Ich glaube, ich muss runter. Bam. Oh! Das ist aber keine lateinische Schrift. Yo, ich hasse dich, dich auf dein Arschgesicht, talala. Noch mehr? Ist hier alles so offen? Oh, hier ist das Ende der Welt. Auch nett. Alter, wir haben immer noch mindestens die Hälfte der Gegner vor uns. Hoffentlich wird das hier Arena-Kampf. Denn darauf bin ich noch nicht vorbereitet. Das Mini-Kicken! Seht ihr den? Da, Mini-Kicken! Mini-Kicken! Männekicken. Aber ich weiß genau, dass wenn man da hingeht, man in die Falle läuft. Also, ich weiß nicht genau, aber es ist einfach so offensichtlich, dass es quasi einen schon anschreit. Corner mit meine Arme, ich möchte nur spielen. Ah ja, ab in den Tod. Wow. Was? So kurz war? Schade. Ha, hu, ha. Oh mein Gott. Ich hab sowas von gewusst. Ich fick euch alle sowas von hart in den Arsch. Verpisst euch doch mal. Oh Gott, Alter, wie sind denn das? Oh, Alter. Ja, komm mal her. Wollt ihr mich verarschen?
Es kommt noch mehr, oder? Oh, fuck. Nein. Die sind einfach zu viele. Also gucken, wo war ich gerade? Hier wollte sich irgendwas öffnen. Ist das ein Ausgang oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja doch. Das sieht mir sehr nach einem Ausgang aus. Und hier ist gar nichts. Gut. Ah, das war wahrscheinlich ein Ausgang. Gut, also. Ich werde das von allen Seiten umringt. Dann wäre das einzig Sinnvolle. Nice. Dann wäre das einzig Sinnvolle. Erstmal schon im Kreis zu laufen, damit ich alle in die Mitte drücke, also in die Mitte bringe und dann von außen immer schießenderweise. Was habe ich eigentlich hier für Granaten? Also das hier ist, ja, bringt mir nicht allzu viel. Habe ich noch was anderes? Ein Hologramm? Ja, Granate. Mal bringt mir nicht allzu viel. Gut, ich versuche mal mit der hier ab und zu mal zu werfen. Gut. Ich höre noch was. Achso, das ist das Ding. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Gut. Also erstmal alle in die Mitte bringen und dann gibt's ja noch die BFG. Gar nicht aufnehmen. Ja! Geil, komm her! Nein, wir können es nicht aufnehmen! Geht doch! Boah, noch einer! Krank, geil! Kommt alle zu mir! Alles zu Papi, alles zu Papi, komm, alles zu Papi, komm, kommt her, kommt her, kommt her, der her. Noch mehr? So. Das war's schon, oder? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ist doch nicht euer Ernst hier. Oh nein! Ich bin tot. BFG? BFG? Wo ist meine BFG? Alter, wollt ihr mich verarschen? BFG? Da! Ist mir scheißegal, ich bring euch alle um. Stimmt, ihr bringt sich doch gegenseitig um.
Ja, ja, immer schön, der Klinge hat ihn umbringen. Danke schön. Alter. Was ist denn hier bitte los? Kommt noch mehr? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, doch, kommt noch mehr. Alter, das ist doch nicht normal hier. Ernsthaft, jetzt, Leute. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Hört auf damit. Hört auf. Ich hab das nicht. Ihr seid doch krank. Was ist denn hier los? Ey, das ist doch nicht normal hier. Das ist doch nicht normal. Komm. Boah, Alter, was zur Hölle? Wo ist der noch? Komm her. Nein, nicht so. Alter, warum so viele? Stopp doch mal! Ja, du meinst es tot, du meinst es tot. Oh, geil! Den kann ich gebrauchen. Wo ist der andere? Komm mal her! Oder habe ich jetzt beide umgebracht? Sind beide tot? Ja, doch, sind beide tot. Danke. Ja, ich weiß, ich muss das Ding aufsammeln. Mache ich auch gleich. Ich will aber erstmal die BFG-Munition hier aufsammeln. Ach, oh, hält mich ja bereits voll. Nice. So, dann klaue ich mir jetzt das Ding und gehe damit zum Ausgang. In der Hoffnung, dass da noch mehr Monster kommt. Hier geht's zum Ausgang. Nee, hä, wo geht's jetzt zum Ausgang? Hä? Ach, da hinten. Hä, da war ich doch gerade. Alter, komm, leck mich. Also, in welche Richtung geht es zum Ausgang? Da und dann immer geradeaus. Alter, habe ich jetzt echt übersehen? Komm, bitte. Dich. Hä? Wo denn? Ach, oh. Wenn man den Wald von lauter Bäumen nicht sieht. Ernsthaft jetzt. Wenn man den Wald von lauter Bäumen nicht sieht. Das ist so peinlich. Ich höre noch was. Ich hab gehört, was. Oder muss ich da rein? Wo muss ich hin? Nee, offensichtlich nicht. Ich könnte schwören, dass ich da rein muss. Doch nicht. Also von dir komme ich. Nach da muss ich. So, was das jetzt gerade gebracht hat. So, jetzt habe ich ja die rote Karte, ne? Ja. Was jetzt noch? Ah, hier geht's auch noch weiter. Ich glaube, ich schon jetzt doch erstmal die Rüstung. Wenn du wüsstest, wie viele Gegner noch kommen. Oh Gott, ich kann die Schrift nicht lesen. Noch 40 Gegner oder so. Fuck.
Geht doch. Also eins ist auf jeden Fall klar, wenn ich da unten bekomme. Achso doch, hier ist eine Brücke. Ich muss nur rausfinden, wie ich die aktiviere. Wahrscheinlich genau hier unten. Ich auch nicht mehr. Warum muss hier so scheiße dunkel sein? Oha, ich hab was gehört. Oh nein, 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 nein! Ah, danke schön. Wo jetzt da lang? Hier war ich ja bereits. Wo geht's denn weiter? Ach doch, ich muss doch noch hier. Meine Güte. Bitte den nicht noch ein Cyberdemon. Oh Gott. Nein! Geh doch raus! Hä? Ja, geht ja gar nicht! Ich bin tot! Guck doch mal! Wow! Wo kann ich hin? Wo ist der jetzt? Komm her! Fuck. Alle weg? Aha, hier kommt noch zurück. Wo? So. Das
Kommt doch her, wer herkommen will. Ist mir viel zu langsam. Wow. Hä? Schick doch mal hier. So. Hä? Oh, halt, da will ich doch gar nicht hin. Ich würde viel lieber gerne zurück die ganze Rüstung einsammeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht zurück. Was hast du denn da? Hab ich wieder Zeit gewonnen, wo die Geräusche herkamen, Alter! Alter, ich bin. Was ist denn jetzt hier los? Wo bin ich jetzt? Also, erstmal gucken. Hä? Also, welcher. Hier geht's nicht weiter. Hier fängt also an. Da gehe ich nach da. Da gehe ich nach da. Und. Ich will aber nirgendwo hin. Ich will nach Hause. Wo geht's denn hier lang? Achso, noch da. Wow. Ach, das hat sich ein bisschen deprimiert jetzt. Fuck. Ich würde A gerne die ganzen Secrets auflösen. Oh gut, ist ja, es gibt ja bloß ein. Gibt's ja bloß ein Secret. Eine Scheiße. Ich will nicht in Exit. Mann, oh. Nein. Danke. Ach, was, komm. Fuck off. Geht er noch weiter? Noch nicht? Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich will nicht sterben! Hä? War jetzt gerade irgendwas falsch? Alter, stopp mal. Nein, nein, das geht so nicht. Alter, ich dachte, das ist das Ende. Kommt hier noch eine Falle oder was? Schalter? Hier geht's nicht hoch. Hier ist auch gar, hier gar nichts. Gut, ich versuche mal ganz kurz. Oder muss ich denn die Tür rein? Nee, die geht ja auch runter. Moment, ich glaube, oh Gott. Warte mal, List Maps. Nee, da kommen noch ein paar Levels. 23, warte, 24. Welche Level sind wir denn gerade? 24, da kommt doch ein Level. Und zwar 25. Das heißt also, ich muss irgendwo zu einem Exit kommen. Weil normalerweise, es gibt ja diese Levels, kennt man ja von Doom im ersten Teil, da kommt man ja auch in diesen Raum, wo man sterben muss, um damit praktisch zu beenden. Aber irgendwie kommt hier nichts mehr. Ich probiere einfach mal ganz kurz.
Ja, doch. Das ist uns drin. Hä? Ich will doch in einem neuen Level. Ah, na gut, dann sehen wir uns ja doch zum. Ja, okay, hab's verstanden. Gut. Ja, wir sehen uns zum nächsten Level. Das nächste Level ist aber scheinbar kein Level, sondern nur ein Abspann. Zumindest sah es gerade so aus. Und von der Musik her. Na, ich glaube mal, wir sehen uns dann zum Abspann wieder. Schau mit V.